Herzlich willkommen. You'll hear a little bit about biohacking today. Ihr werdet heute was über Biohacking hören. Der Talk heißt Open Source Östrogen. Und es geht um die Möglichkeiten von Do-it-yourself Biohacking und wie Östrogen extrahiert werden kann und vielleicht sogar in eurer eigenen Küche hergestellt werden kann. Es sollte Spaß machen. Das Thema ist wichtig für viele Leute, weil heute Hormontherapien sehr normal sind und viele Leute haben häufig Probleme, die Therapien zu bekommen, die sie gerne wollen. Und Open-Source-Östrogen wäre möglicherweise eine Lösung für einen kleinen Teil von diesem Problem, für einige von euch, was vielleicht die Welt sogar ein bisschen verändern könnte. Wie das funktioniert, wird euch Maggie erklären. Und Applaus. Can everyone hear me? Okay. Hallo. So, thanks for the introduction. Danke für die Vorstellung. Mein Name ist Maggie Magic. Ich komme aus Los Angeles. Und jetzt wohne ich in Wien. Heute spreche ich über die Biopolitik von Östrogen. Eine kurze Vorstellung von mir. Ich bin eine Künstlerin, aber mein Interesse ist in Biohacking und spezifisch mit Hormonen. Ich bin interessiert an Biopolitik und Geschlechterpolitik. Also wenn wir über die Politik in Bezug auf Hormone sprechen, müssen wir erstmal darüber sprechen, warum wir sagen, dass Östrogen einen weiblichen Körper produziert oder Testosteron einen männlichen Körper produziert. Das ist kein Naturgesetz, sondern wir haben uns dieses Konzept und die Namen ausgedacht. Und am Anfang war der Gedanke, dass wenn du ein Organ haben willst, dann musst du dieses Organ zu dir nehmen und dann bekommst du es. Und Leute haben dann die Hoden von Hähnen und Affen und so weiter gegessen, in der Hoffnung, ihre Vitalität und Maskulinität wiederzubekommen. Das haben sie die Medizin der Zukunft genannt. Das klingt ziemlich bekannt für jeden Transhumanisten im Raum, aber damals konnte man nicht visualisieren oder verifizieren, was man von diesen Organen hat, rausgezogen hat. Man musste also diese Bioassays haben, also Menschen und Tiere als Testsubjekte. Eine Geschichte über Eugen Steinach, der in einem Wiener Vergnügungspark seine Genitalientransplantation vorgenommen hat, also die Genitalien von Ratten oder Hähnen entfernen und gucken, wie diese Tiere handeln, femininer, mehr friedlich. Und da soll dann diese männliche Essenz drin sein, Testosteron. Und ihr könnt von diesen Studien sehen, dass das ist eine Gender-Geschichte, die da erzählt wird, dass Gender schon in die Eier der Menschen eingepflanzt ist. Und aus diesen Experimenten kam dann der Anfang einer Industrie, wo sie diese Organe, diese Organcocktails benutzen würden, diese Extrakte, um Männer von altem Alter zu heilen, um Homosexualität zu heilen, Frauen, die zu maskulin sind, wiederherzustellen und Männer, die zu feminin sind. Und um das weiter zu verstehen, wie diese Geschichten sich so eingegraben haben und normalisiert wurden, müssen wir den
der Gründung zu sehen. Und diese Pharmakonzerne haben da einen großen Profit drin gesehen, diese Moleküle herzustellen. Und die haben dann sich entschieden, nun, wir müssen ein Rennen haben, um zu sehen, wer diese Hormone erobern kann und sie den Massen verkaufen kann. Und der Marketingaspekt war sehr wichtig. Zum Beispiel, dass Krankheit oder so etwas nicht passiert ohne Serotonin. Das Gleiche, dass klinische Maskulinität nicht existiert ohne synthetisches Testosteron. Und diese Fictions wurden benutzt, um Krankheiten zu erschaffen, die eine Hormonheilung haben. Am Anfang waren die Quellen zum Beispiel Bullen, Kühe und vielleicht auch arme und verknastete Menschen. Und am Anfang haben sie Urin benutzt, das war einfach zu bekommen. Tausende Frauen haben ihren Urin abgegeben, ohne zu wissen, dass sie der Forschung da beigetragen haben. Danach kamen Pferden, die ganze Zeit schwanger sein mussten, um dieses Urin zu produzieren. Und diese Östrogene sind konjugiert. Das heißt, dass sie nicht stark genug sind für Gender Transition Therapie. Aber hilft in der Menopause. Aber seit den 1970ern haben Forscher herausgefunden, dass Primarin Brustkrebs und so weiter verschlimmert hat. Und dann haben sie Diethylbestrol gefunden, oder DES. Das ist synthetisches Östrogen, das aus der petrochemischen Industrie kam, noch nicht der Pharmaindustrie. Und das war die wichtigste Sache für Frauen, um Miscarriage, also Fehlgeburt zu vermitteln. Und das hat aber eine ziemlich schlimme Geschichte hinterlassen, und während seiner verbreiteten Benutzung in den 40ern bis 70ern wurde es dann vom Markt genommen, endlich. Und natürlich muss ich über die Pille reden, die ich die amerikanische Lifestyle-Droge nenne. 50% der Frauen in den USA haben irgendeine Hormonverhütungspille. Und wir müssen uns daran erinnern, dass das etwas war, was Feministen für gekämpft haben in der zweiten Welle. Und das ein Symbol für reproduktive Freiheit war, bevor sie gemerkt haben, dass diese Pille tatsächlich Frauen tötet, weil Entzündungskrankheiten, Krebs und andere Nebeneffekte auftraten. Aber wenn du eine Frau bist und in der entwickelten Welt geboren willst, wo Frauen von zu vielen Komplikationen, von zu vielen Schwangerschaften starben, das verhindert die Pille. Also es kommt wirklich darauf an, mit welchem Körper du geboren bist, ob die Pille dich rettet oder tötet. Und wir können uns vielleicht darauf einigen, dass wir eine nicht hormonelle Verhütungsmethode brauchen, und Big Pharma sollte da vielleicht mal zukommen. Und natürlich, wenn Ökologen festgestellt haben, dass Frösche angefangen haben, weibliche Geschlechtsorgane zusätzlich zu männlichen zu entwickeln, dachten sie sich, sollten wir uns anschauen, woran es liegt, und haben sich die Wasserversorgung angeschaut, und herausgestellt hat sich, dass das durch ein Pestizid, was in der Agrarindustrie verwendet wurde, das ins Grundwasser gelangt wird, das verbreitet hat. Selbst Wissenschaftler haben diese Frösche Transfrösche genannt. Oder sogar die Fische, Transfische. Und ich muss sagen, dass das die falsche Bezeichnung dafür ist, weil die ja nicht in eine Transition gehen. So Polychlor ist ein, also dieses PCB ist ein sehr gefährliches Chemikal und ein sehr beständiges Chemikal.
29 economic collapse, actually Monsanto took over its production. Und in den 1920ern hat Monsanto angefangen, das zu produzieren. Und sie haben PCBs have basically the same effects. PCB hat quasi dieselben Effekte wie Agent Orange. Und das ist das Letzte. Wir haben das sehr bekannte und beliebte BPA. Und dieses Molekül wurde auch von petrochemischen Konzernen erfunden, aber sie haben sich gedacht, bevor sie das auf das benutzen sollten, weil das Östrogeneffekte hat. Seit den 1930ern weiß die Industrie, dass das Zeug Östrogeneffekte hat, aber das ist einer der meisten benutzten Weichmacher in der Plastikindustrie. Und du wirst bemerken, dass viele deiner Plastikflaschen sagen BPA-frei. Nun, sie könnten trotzdem immer noch BPS haben. Das ist einfach eine andere Version von BPA. Das ist genauso giftig, aber Firmen müssen das nicht labeln, dass das BPS enthält. Also, obwohl diese ganzen Warnungen da sind über die Gifte dieser Unterbrecher der Hormonteile in der Umwelt, das Lobbying der petrochemischen oder pharmazeutischen Industrie geht immer weiter und beeinflusst die Autoritäten, um halt ihr kapitalistisches Interesse durchzusetzen. Das ist eine Art molekulare Kolonisation unserer Körper und Körper von non-menschlichen Spezies. Das bedeutet, was wir darüber nachdenken müssen, was normal und natürlich heißt. Unsere Beziehungen mit der Umgebung, unseren Körpern und der geteilten Verwundbarkeit der ganzen Spezies. Um es einfach zu sagen, diese Moleküle haben keine Restriktionen für menschliche Barrieren. Die gehen dahin, wo auch immer sie freigelassen werden. Und sehr oft trifft das Menschen in Armut und die in den USA trifft es vor allem Native Americans und weil dort das freigelassen wird. Wenn wir über das Menschenwürdige und Menschliche sprechen, müssen wir darüber sprechen, auch über die Menschen sprechen, die jetzt schon in inhumanen Konditionen leben und teilweise nicht von uns als Menschen, volle Menschen wahrgenommen werden. Probleme sind viele gesundheitliche Probleme, Gewichtszunahme, Krebs und so weiter. Es ist nicht nur der Einfluss auf die Geschlechtsorgane, sondern auf die gesamte Hormonbalance im Körper und beeinflussen damit den gesamten Metabolismus des Körpers. Trotzdem ist es die Reproduktionsfähigkeit, die häufig im Fokus steht. Und das ist besonders der Fall im öffentlichen Diskurs. Und deswegen müssen wir heute auch darüber sprechen. Ich habe angefangen, in diesem Projekt Open Source Östrogen zu arbeiten, was ein Forschungsprojekt ist, ein kollaboratives Forschungsprojekt, was darüber forscht, was Hormone für einen Einfluss auf unser Leben haben und wie wir das hacken können. Und es ist wichtig, dass es Open Source ist und damit von allen daran gearbeitet werden kann, gemeinsam. Warum wir über mit Östrogen ist es möglich, dass wir alle da, dass es offen ist und wir alle daran arbeiten können und das hacken können. Es ist ein Konzept von einem Kunstprojekt und von Sabotage und unser Ansatz ist, dass Organismen gehackt werden können und für sozialen Widerstand als Subjekte dafür verwendet werden können. Wir hatten die
erste frauenfreundliche Ausstellung über über Reproduktion und der Fokus lag darauf, das weibliche Mit Östrogen haben wir mit einer ganz einfachen Frage angefangen, und zwar, was wäre, wenn wir es hinkriegen könnten, Östrogen in der Küche herzustellen? Und die Frage war dann auch, welche Körper sind betroffen, wer kontrolliert die Verteilung und was sind die Ethiken hinter selbst verschriebenen Hormonen, die nicht durch klinische Versuche oder so durch sind? Was werden Leute riskieren, um größere körperliche Autonomie zu bekommen? Wir wollten nicht unterschätzen, die Macht der spekulativen Fiktion nicht unterschätzen, mit der Kochshow Housewives Making Drugs, die fiktiv ist, wollen wir nicht nur das wissenschaftliche Protokoll dekonstruieren, sondern auch eine Praxis der Dekolonisation herstellen. Auseinandernehmen, wie Körper hergestellt werden und krankhaft gemacht werden. Und hier ist ein Weg, wie wir selber unseren Widerstand herstellen können, indem wir Rezepte in der Küche teilen. Das ist ein 10-Minuten-Film, Hausfrauen, die Drachen machen, der Drogen machen, mit zwei Transperformern, deren Namen ich gerade nicht mitgekriegt habe. Und jetzt möchte ich in einen anderen Gang wechseln und gucken, wie wir zuerst überhaupt an diese Rezepte gekommen sind. Beziehungsweise was ich sagen würde, Östrogen-Geeking-Freak-Wissenschaft. Das erste Protokoll, das ich erforscht habe, war ein Niedrigkostenweg, um Östrogen wahrzunehmen. Und das sind dann erstmal so Biosensoren. Der Text in Gelb ist ein Shoutout zu allen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, weil Östrogen-Geeking-Freak-Wissenschaft kannst du am besten mit Freunden machen. Und mit dieser Hefe habe ich ein Plasmid eingefügt, wo menschliche Hormonrezeptoren drin sind. Und mit damit konnte die Hefe ein Molekül herstellen, das gelb wird, wenn man es mit Östrogen verbindet. Also ja, denkt daran, dass das ein Rezeptor ist, der bei allen Tieren da ist. Es hat eine sehr lange, antike, evolutionäre Geschichte, dieser Östrogenrezeptor. Und darum haben wir die Frösche und die Fische und die Mikroben und alles, das von diesen Fremdmolekülen mitbestimmt wird, den Xenomolekülen. Mit diesen Biosensoren, die sind sehr, sehr empfindlich, verglichen mit traditionellen Labormaschinen, aber diese Maschinen sind nicht verfügbar für irgendwelche BürgerInnen, weil die riesig sind und sehr teuer sind. Und was wichtiger ist, diese Hefe-Biosensoren konnten Verbindungen rausfinden, von denen wir nicht mal wussten, dass da Östrogen drin ist. Das nächste Protokoll ist ein Ding namens Solid Phase Extraction. Das benutzt man für große Wasserkörper wie Flüsse oder das Meer oder was auch immer. Und ich habe auch schon heiliges Wasser aus einer Kirche getestet. Die Moleküle sind sehr verdünnt vorhanden. Und wenn man das konzentrieren kann, wird das mit einer Parasitic-Pumpe gemacht, was auch immer das heißt. Und wenn er das mit den Hefe-Biosensoren vergleicht, zusammenbringt, dann ist das Flussökologie, weil ihr den Fluss diagnostiziert für irgendwelche Verschmutzungen oder Verbindungen, genauso wie ihr einen Körper diagnostiziert. Das nächste ist ein Protokoll, das ich für Urin benutze. Das ist, um das Östrogen, die wir herauspinkeln, zu extrahieren. Diese Östrogene sind konjugiert, das heißt, sie sind nicht aktiv. Und so ist das nichts, was ich empfehlen würde für Gender Transition Therapie, aber wenn du zurückgehst fürs Prämarin und den schwangeren Pferden, ist das eine Verbindung, die benutzt wurde, um Menopause-Symptome zu behandeln. Und dieses Protokoll benutzt Haushaltsmaterialien wie Silikongel, Zigarettenfilter, also irgendwie Haushaltsgegenstände. Benutzt auch eine Glasflasche und ein Glasflaschenhack. Du schneidest die Glasflasche und das ist dann die teure Glasausstattung im Labor.
und zuletzt habe ich einen neuen Weg beschritten, dass eine Spezies von weißem Pilz, der Gift herunterbrechen kann. Und dieser Pilz ist auch sehr gut gegen Krebs. Wenn du irgendwie HRT, also auf Hormonersatztherapie bist, dann hilft das sehr, sehr interessant. Das meiste meiner Praxis ist in irgendwelchen Workshops, also mit anderen Leuten zu workshoppen und Leute, die keine Ahnung haben, was Biohacking ist oder was Östrogen ist oder was auch immer das alles ist. Und ich mache das alles als öffentlicher Amateurismus, was so ein bisschen kritische Kunst ist von Zebrosa, was heißt zusammenlernen und versagen in der Öffentlichkeit, um zu lernen, ohne Hierarchie, ohne Experten. Und am wichtigsten, um diese wissenschaftlichen Protokolle und Rhetoriken zu entmystifizieren. Und ich kollaboriere auch mit einem Kollektiv namens Aliens in Grün. Das ist ein Forschungslabor, eine taktische Datengruppe, die versucht, die Alien-Agenten der anthropogenen Xenomacht zu analysieren, also diese Extrogene. Wir haben Open Science, Philosophie, spekulative Fiktion, um kritischen Diskurs zu machen und Interventionen in der Öffentlichkeit herzustellen. Unsere Workshops sind meistens 6 Stunden lang, weil die so intensiv sind, so hochschwierig herzustellen. Wir entführen die MitmacherInnen quasi in eine Performance, ohne dass sie das wissen. Eine der diskursiven Übungen, die wir versuchen zu tun, ist, alle Effekte der endokrinen Disruptoren wie Fettleibigkeit, Autismus, niedriger Spermazahl und so weiter in 2 Kategorien aufzuteilen, biologisches Leid und ideologisches Leid. Heißt, erfährst du tatsächlich Schmerzen von diesen Effekten oder ist es mehr ein Ergebnis von der binären heteronormativen Gesellschaft, die dich irgendwie bestraft oder dich bioüberwacht, dein Körper? Ein weiteres Projekt, in dem ich mitgearbeitet habe, wo es mehr Richtung Performance geht, ist das Molecular Queering Agency, die molekulare queere Agentur, wo es um Urin geht. Dafür haben wir diese Sauerstoffmasken verwendet, die mit Urin verbunden waren. Das ist ein fiktioneller, ein ausgedachter Service, wo Aliens die Erde kolonialisiert haben und die Gesellschaft verqueren wird, dadurch, dass sie gefragt werden, ihren Urin zu spenden, um in diesem Prozess der Urin, der da verwendet wird, kommt von vorherigen Teilnehmenden, die diesen Urin gespendet haben. Und so wird es immer weitergegeben. Und im Urin können wir da nachvollziehen, wie ich vorhin gesagt habe, dass man, wie viel wir von Xenoextrogenen wir mit abbekommen haben. Und das zeigt, dass wir alle quasi mutieren. Das stellt in den Fokus, dass wir alle davon betroffen sind und dass wir das gemeinsam gestalten müssen. Das ist ein Prozess für das Leben in einer immer queereren Welt. Das erste ist Toxicities, Vergiftungen, dass wir in einer immer Alien-Welt leben, in einer immer mehr Alien-Landschaft leben. Der zweite Schritt ist, Symbiose. I'm sorry, I missed the last two steps. Tut mir leid, ich habe die
Ich habe dieses Paper gefunden, diese wissenschaftliche Publikation, wo sie zwei Spezies hybridisiert haben von Fischen. Und das Ergebnis war ein Hermaphrodit, das sie ein hoffnungsvolles Monster genannt haben. Das ist eine sehr interessante Terminologie für ein wissenschaftliches Paper, aber das hat mich auch denken lassen, warum können wir nicht hoffnungsvolle Monster sein? Weil ohne Zweifel nicht nur werden unsere physischen Körper disruptet, aber auch unsere Gedanken über männlich, weiblich und das binäre Geschlecht, wenn wir über Unterschiedlichkeit und Disruption und Ungehorsamkeit reden, müssen wir auch drüber reden, dass die hermaphroditischen Körper, Intersex-Körper schon medikalisiert werden, damit sie in unsere normal und natural und heteronormativ Maßstäbe reinpassen und ihre Körper und Transkörper, die nicht die soziale Heteronormativität performen, die sind Leben halt gefährlich. Und gleichzeitig haben wir alle endokrin das zerstörte Körper in den tiefsten Teilen des Ozeans oder Marianengraben finden sie PCB und alles ist diesen toxischen Molekülen ausgesetzt worden. Da ist eine Studie, die in Schweden gemacht wurde, wo Aussetzen von Plastik an schwangeren Frauen, die mit Abstand zwischen Anus und Genitalien verglichen wurde. Und wir werden alle chemisch geändert, physiologisch geändert, geformt. Und das ist ein interessanter Fall, wo das mehr eine kosmetische Veränderung war, da war kein negativer Effekt davon, dass da ein kürzerer Abstand zwischen Genitalien und Anus ist. Vielleicht einfach mehr Bakterientransfer, aber das ist ein schönes Symbol, weil die Genitalien das gegendertste Teil des Körpers sind, die versuchen, den am wenigsten gegenderten, universalsten Körperteil zu erreichen. Das ist der Anus und alle haben Anus. Aber naja, ich denke, da ist zu viel Deutsamkeit auf die Genitalien gelegt, um Sex und Gender zu bestimmen. Wir wissen aus vielen Beweisen, dass diese Tabelle eine soziosomatische Fiktion ist, die gegen nicht-binäre Körper diskriminiert. Wir müssen auch aufpassen, wenn wir über Endokrindisruptoren reden oder toxische Xenomoleküle, denn es ist so einfach, zurückzugehen in transphobische, homophobische, xenophobische Diskurse reinzugehen, fremdenfeindliche. Ich hatte diesen Blogpost, der sagte, ich glaube nicht, dass es gut ist, dass Leute Birth-Control-Pillen ins Wasser tun, das macht all die Männer schwul und wir brauchen Männer und Frauen, um uns fortzupflanzen und ich glaube, das ist das wichtigere Gründe, warum ihr da wütend sein solltet über die ganzen Schmutz im Wasser, als dass es Männer schwul machen würde. Und ich möchte einfach mal zurück zu Plastik und das ist irgendwie diese Ironie. Das ist ein sehr toller Schreiberin namens Heather Davis und sie schreibt darüber, wie wir in dieser Plastosphäre, die Plastizen, leben. Und das ist, diese Plastikmoleküle sind wie unsere Kinder. Die werden lange nach uns noch leben und bestehen und werden diese geologische Verdauungsstörung im Planeten verursachen. Und da ist, wir können dem nicht entkommen, dieser Verschmutzung und ihrer Verquerung sozusagen. Und was bedeutet das für Menschen, die jetzt schon queer sind? Sagen wir, dass queer sein keine Zukunft haben kann in dieser toxischen Atmosphäre? Und ich will über unsere Körper nachdenken, als dass sie sich alle irgendwie im Flux befinden. Unsere Verbindung mit Molekülen und unseren semiotischen Sphären, die wir uns teilen, diese ganzen Moleküle, die miteinander mit uns kommunizieren, die kommunizieren zu allen anderen lebenden Kreaturen auf dem Planeten, auch mit denen. Und wir glitschen uns gegenseitig und wir glitschen zusammen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, können wir Toxizität kritisieren, ohne die Purheit damit in Frage zu stellen. Und anstatt das als eine
kulturelle Frage zu stellen, können wir die Vergiftung von der Kritik an der Vergiftung zu einer Selbstgestaltung davon lenken. Was uns heute mehr beschäftigt als je zuvor ist, wie wir unsere Körper zu unseren eigenen machen können und weil unsere Körper von uns gestohlen werden. Ich möchte hier mit einem 6-Punkte-Plan das beenden. Es ist ein Modell nach dem von einem anderen queeren Kunstprojekt. Ich möchte euch das nicht alles vorlesen. Ich möchte einen Schwerpunkt auf den 6. Punkt legen. Denkt über die Mikroperformance von Hormonen nach als ein Agent, der nicht nur molekular kolonialisiert, sondern molekular kollaboriert. Es kollaboriert mit dem, wer wir sind. Und wir müssen uns auch das Wort der Disruption anschauen. Womit stört das? Stört es die heteronormative Kultur? Und ich denke, das wäre tatsächlich was Gutes, wenn das gestört wird. Vielen Dank. Thank you very much. Great talk. So we have a lot of time left. We'll do some Q&A. So if you have questions, we have microphones in the whole hall. Just line up behind the mics and you'll go through. So, Zeit für Fragen. Wir werden einfach mal mit 2 anfangen. Hi, danke für deinen Talk. Ich habe mich gefragt, ob ihr mehr Details geben könnt über diese Pilze, die ihr gemacht habt, wie die bei Hormonersatztherapie helfen können. Ich denke, das ist relevant für viele Transmenschen und auch generell, wie dieses ganze Projekt, das du erklärt hast, das hat sich mehr fokussiert auf die globalen Effekte, aber ich habe mich so gefragt, was ist mit den persönlichen Problemen, wo das helfen könnte. Klar, also das Projekt mit den Pilzen, das war eigentlich sehr kürzlich erst und wir haben angefangen, ihre Eigenschaften herauszufinden und da waren diese ganzen wissenschaftlichen Papers, die den Fungus zum Tee machen und mit Krebstherapie zu verbinden und das hilft auch gegen Thrombose, also dieser Blutverklumpung, die sehr oft passiert und die sehr gefährlich sein kann für deine Gesundheit. Und dann haben wir bemerkt, dass das auch Symptome sind, die verbreitet sind bei Antibabypillen. Und diese Papers kommen aus Korea und Japan und die sind quasi die machen Tee, aber wie sie es beschreiben im Paper, ist sehr wissenschaftlich und koch es so, aber du tust einfach nur Tee und heißes Wasser rein, um diese Betaglykane rauszusuchen, die heißen irgendwie so, und das sind die Moleküle, die aus dem Wasser gezogen werden und die haben Antikrebs-Eigenschaften. Also einer der Mushrooms, also der Pilze heißt, es heißt so Phrymum Chromium, I already forgot it, aber das ist ein Pilz. Und ein anderer Pilz, der Oyster Mushroom, der Austernpilz. Good God. Vielen Dank für deinen Talk. Ich habe 2 Fragen. Die erste ist, ich wertschätze, dass im Diskurs über die Disruption durch Plastik und die Chemikalien stark evaluiert werden und nicht nur diskutiert werden, sondern auseinandergenommen werden, so wie du in deinem Projekt das mit Leuten in den Workshops gemacht hast. Aber für mich wäre es herausfordernd, die Vergiftung wertzuschätzen. Das ist für mich ein neues Konzept und ich bin mir unsicher,
ich dazu denken soll. Also meine Frage ist, warum wählst du Leute darüber aufzuklären oder sich selber darüber zu bilden, statt die industrielle Machenschaften anzugreifen? Ich denke, beides sollte getan werden. So der Angriff auf die großen Firmen wie Monsanto ist sehr schwer. Also was ich praktiziere, ist, dass ich die Veränderung mit den Leuten, die zu meinen Workshops kommen, voranbringe. Und das heißt, da aufzuklären und ins Bewusstsein zu bringen, dass diese Östrogene das PCB im Wasser ist und dass das die Konsumentscheidungen von den einzelnen Menschen verändert. Ich denke, das hilft, verstärkte Wahrnehmung darüber zu haben, was in deinem eigenen Körper und in der eigenen Umgebung passiert. Und vielen Dank, dass du nochmal darauf hinweist, über diese Toxic Embrace, die Verehrung der Vergiftung. Ich glaube, für viele ist es sehr behindernd, darüber nachzudenken, wie dominant unsere Umgebung ist und wie wir damit umgehen sollen und wie können wir damit überhaupt weitermachen, dass all diese Stoffe in unserer Wasserversorgung sind und in unserer Umgebung sind. Und was ich voranbringen möchte, ist der Diskurs über die Effekte davon. Und was ich damit, wenn ich meine, dass diese Vergiftung zu wertschätzen, meine ich, dass ich die Queerness wertschätzen möchte und die und die Körper, die dadurch entstehen, wertschätzen möchte, weil wir die Effekte davon schon sehen. Und wir werden immer mehr queere Lebewesen, queere Menschen sehen. Ich habe mich erinnert an Papusiado und ich erinnere mich daran, da würdest du das auch für Testosteron machen und ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich bin immer noch im Östrogen-Mindset drin. Und ich denke, ja, da sind auf jeden Fall nicht so viele Nutzen für Testosteron wie für Östrogen, wenn wir das vergleichen. Und was für Biokapital da gemacht wird. Östrogen ist schon irgendwie krasser. Östrogen und Testosteron sind die am meisten hergestellten synthetischen Komponenten in der Welt. So viel Profit machen diese Firmen damit, aber Testosteron ist auf jeden Fall interessant, ja. Microphone 4, please. Hallo, schaust du dir auch an, wie man Östrogen aus der Umwelt herausfiltern kann? Ja, das ist das, wo dieses Pilzprojekt sich darum dreht. Was daran interessant ist, ist, dass da natürlich vorkommende Enzyme von den Pilzen produziert werden, weil diese Pilze einfach die Bäume, die verrotten, aufessen und dadurch Enzyme haben, die diese Plastikmoleküle aufbrechen, was Kohlenhydratmoleküle sind, die da drin sind und die durch diese Enzyme aufgebraucht werden. Und es ist sehr hart, das da heraus zu filtern aus allem Wasser, was auf der Welt ist. Es geht mehr darum, wie man das kombinieren kann. Also ich würde sagen, dass dieses Projekt mit den Pilzen ist das, was da am nächsten dran ist. Und falls irgendjemand von euch sich mehr damit beschäftigt, wie diese Moleküle gefiltert werden kann, sprecht gerne mit mir. Hallo.
findest du da irgendwie Gefahr drin mit diesen Biohacken? Wenn du mit dir selber experimentierst, was könnte da schief gehen? Oder Leute probieren das statt traditioneller Medizin und tun sich selber weh? Vor allen Dingen als Lehrerin, wie gehst du mit diesem Risiko um? Das ist definitiv ein Problem, über das wir viel nachgedacht haben. Aber als wir diese ganzen Protokolle erforscht haben, war das erste Protokoll, das ich tun wollte, Hefe zu modifizieren, um Östrogen zu produzieren, diese Östrogen-Synthese-Fabriken zu sein. Und ich habe mit Wissenschaftlern geredet und sie erzählen mir alle, Mary, das ist unmöglich. Du brauchst ein Team von Wissenschaftlern, weil wenn du auf den Weg guckst, wie man aus Cholesterin Östrogen holt, dann musst du da irgendwie 5 bis 6 Gene in die Hefe reintun, um Östrogen zu produzieren. Und das ist sehr schwieriges genetisches Engineering. Also ich habe jetzt die Frage vergessen. Oh ja, sorry. Und wir haben darüber nachgedacht, ja, wenn wir dieses Ding herstellen würden, dieses Protokoll, und diese Hefen verteilen würden, was für Gefahren würden dabei herauskommen? Und muss sagen, ich bin keine super Expertin mit Hormontherapie oder so, aber von was ich weiß, sind Hormone so stark und so empfindlich für alle Individuen, dass du wirklich viel wissen musst über dein eigenes Blut und deine eigene Biochemie, um zu wissen, was für eine Dosis du dir geben kannst. Und darum gehen Transmenschen ja zum Doktor, um rauszufinden, wie sie welche Dosis die richtige ist. Und dann kann der Doktor es trotzdem falsch kriegen, weil die meisten viele Doktoren es mit Transitionstherapie auch gar nicht so auskennen. Das stimmt. Das ist eine große Gefahr und das ist eine ethische Gefahr. Und ich kenne Menschen, die dieses Risiko auf sich nehmen würden, um in dem Körper zu leben, in den sie haben möchten. So the Internet has a question. Eine Frage aus dem Internet. Es geht um die Terminologie. Warum ist es falsch, wenn man über Fische spricht, mit Mutationen in den Geschlechtsorganen, die als trans zu bezeichnen? Warum ist das falsch? Aus meiner Sicht ist es so, dass die falschen Eindruck erweckt, dass Transkörper mutierte Körper sind. Ich denke, der bessere Begriff wäre Intersex oder Multisex. Ich habe das Gefühl, dass Wissenschaftlerinnen da einfach keine bessere Terminologie für hatten, wenn sie diese Frösche und Fische gefunden haben und die aufgeschnitten haben und 5 verschiedene Geschlechtsorgane gefunden haben und einfach nicht wussten, wie sie das nennen sollten. Wir müssen uns bewusst sein über die Begriffe, die wir verwenden. Das ist eine Gratwanderung. Wie zwischen dem, wie wir nichtmenschliche Spezies wahrnehmen und wie wir und die anderen Menschen, die mit uns leben, wahrnehmen. Vielen Dank für die Frage. Und eine zweite Frage. Und die zweite Frage ist, habt ihr gearbeitet, um herauszufinden, wie Menschen Östrogen mit Heimmessmethoden messen? Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe nur gefragt. Das ist interessant. Ich würde das gerne erforschen. Mic one, please. Nochmal Mikrofon 1, bitte. Ach ja, nochmal so biologisch chemisch mutiert. Eine große Blockade für Transmenschen, das Gatekeeping. Also Missverstehen dieser Side-Effects und die Transmenschen dann diese Medizin nicht zu verschreiben, weil sie die Nebeneffekte nicht verstehen. Und das ist oft, weil Leute nicht wissen über die Effekte von verschiedenen Teilen von Östrogen zum Beispiel, die nicht von medizinischen Beweisen
unterstützt werden. Viele Menschen glauben, dass Doktoren glauben, dass Östrogen will, dass das Risiko für Brustkrebs erhöhen wird. Aber da ist gar kein Beweis dafür. Und die haben diese Missverständnisse. Denkst du, dass du kannst dann irgendwie damit die Risiken zur Seite wischen, wenn das Problem von Transmission ist, dass die Wahrnehmung der Gefahr zu hoch ist. Wir verschreiben immer diese Bio-Identitäten und viele ForscherInnen sagen, dass das viel wichtiger, weniger gefährlich ist als diese synthetischen Östrogene und Testosterone. Und das sind die viele Gesundheitseffekte haben. Und Leute sagen aber, oh, unsere Grundmutter, die Generation unserer Großmutter hat die dreifache Dosis genommen und darum sind diese Effekte passiert. Und jetzt ist das viel niedriger und nicht so konzentriert. Und ich meine, das kommt drauf auf deinen Körper an. Wir wissen nicht, ich glaube, der Punkt, den ich machen will, ist, wir wissen nicht, welche Körper in diese Studien gegangen sind, als das getestet wurde. Als ich in der Highschool war, hat mir meine Mutter gesagt, auf die Pille zu gehen. Und dann ist sie zum Doktor gegangen, weil sie Hitzewallung gekriegt hat. Und da hat sie die gleiche Pille gekriegt, die ich gegen für Verhütung bekommen habe. Und das hat mich denken lassen, wissen die, was die Leuten verschreiben? Und ja, das lässt sich denken, wir sollten vielleicht nicht nur medizinische Praxis herholen. Wir sollten unsere eigene Autonomie haben, unsere Körper zu kennen und zu wissen, was gut für unsere Körper ist. Und ich meine, das ist dem das Seine. Und ich meine, da sind ein paar Informationen, die sehr einfach zu wissen sind und die jeder Arzt erkennen sollte. Ja, sehe ich auch so. Microphone 3, please. Thank you for your extraordinary work. It's really amazing. I was wondering. Vielen Dank für deinen Talk. Ich habe mich gefragt, über die Kollaborationen, in welchen Teilen der Welt du mit Leuten kooperierst und wie du die kulturellen Unterschiede wahrnimmst und die unterschiedlichen Einstellungen, wie gerne Leute mit dir kooperieren zu dem Thema. Die meisten meiner Kollaboratorinnen kommen aus den USA und aus Europa. Also es ist eine sehr westliche Perspektive. Ich habe ein paar Workshops in Hongkong und Indonesien gemacht. Und ich musste die Geschichtenerzählung in den Workshops, die passiert, verändern. Zum Beispiel bei dem einen Workshop in Hongkong habe ich kollaboriert mit einer Künstlerin und wir haben es als eine Satire über die Schönheitskultur in Hongkong inszeniert, weil Kosmetik und Schönheit da sehr wichtig sind. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns die Hormone von den anderen anschauen und die Östrogene daraus extrahieren und das in Gesichtscreme zu verwenden, um femininer zu werden, um schöner zu werden. Und das war eine Satire. Also in Ostasien, in Südostasien, die Feminismen sind vielleicht etwas hinter den westlichen Feminismen, aber das ist auch eine zu starke Generalisierung, weil das auch nicht immer stimmt. Ich würde gerne aus dieser eurozentrischen oder westlichen Perspektive mehr rauskommen und wenn jemand also mit mir zusammenarbeiten möchte, kommt auf mich zu. Hallo. Hallo. Die Frage hat was mit Gatekeeping zu tun für Trans-Individuen.
wo es nicht nur darum geht, Sachen falsch zu verstehen, aber auch das Element des Transphobie und des, dem Interesse, dass Gender nicht irgendwie freigestellt werden. Und du hast über viele dieser Punkte geredet, um versuchst diese, diese Strukturen in deinen Performancen darzustellen, aber ich denke, die Frage ist mehr, du arbeitest dafür, dass Leute mehr hormonelle Selbstbestimmung haben können. Und wie glaubst du, interagiert das mit institutionellen Zielen, institutionellem Gatekeeping mit Transkörpern? Glaubst du, dass mehr Selbstbestimmung diese Hegemonie brechen würde oder eine Reaktion herstellen würde, die mehr Gatekeeping erzeugen würde und mehr Beschränkung? Ich glaube, es ist sehr schwierig, eine Delle zu schlagen in diese pharmazeutische Industrie. Ich kollaboriere mit Ryan Hammond. Sie machen dieses Hefesynthese-Protokoll tatsächlich und sie arbeiten auf einem Künstlerbudget und das ist total cool. Und als Ryan diesen Organismus hergestellt hat, der Hormone produziert, wissen sie auch, dass diese Firmen auch reinkommen könnten und das ruinieren könnten mit was sie tun. Weil wir reden über David und Goliath und ich denke, die Firmen haben viel mehr Macht reinzugehen und zu sagen, du kannst das nicht machen, wir haben da ein Patent drauf. Also ist interessant, ne? Als Künstler und Biohacker musst du auch mit AnwältInnen reden und hoffen, dass du da irgendwie kostenlos konsultieren kannst. Viele KünstlerInnen haben Protestkunst gegen Monsanto und diese riesen Goliaths gemacht und ich denke, dass es eigentlich schlechte PR ist, wenn die uns hinterherrennen, aber ich denke, es ist sehr schwer, wirklich eine Delle zu machen in diese Firmen. Das muss politisch irgendwie durchgesetzt werden. Künstler, Biohacker, Performance-KünstlerInnen. Wer weiß, ne? Wer weiß es schon. Vielleicht unterschätzen wir auch, was wir tun können. Ich denke, dass du es tatsächlich tust, dass du die tatsächlich erschreckst. Ich habe mich gefragt, ob du darüber nachgedacht hast, über mehr mechanische Aspekte von morphologischer Freiheit, wie medizinischen Eingriffen, so mechanische Veränderungen. When you're talking about gender transition technology, of course, like surgery, to make your body as you want. Worüber ich sprechen möchte, ist über Operationen, die Körper verändern, weil du hast einen sehr starken Fokus auf Hormone gelegt und das ist und die Frage ist ein bisschen, ist das der einzigste Weg? Das klingt ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Ich kenne ein paar Abtreibungssachen, die man selber verwenden kann, aber ich habe noch nie von do-it-yourself Brustoperationen gehört. Ich glaube nicht, dass das in der nahen Zukunft passiert. Does the Internet have a question? Hat das Internet eine Frage? Oh, it was just yawning. Einfach nur gähnen, was? Okay, dann mach mich hoch von 4. Respektlos. Hallo, ich denke, ich bin die Letzte. Danke für deinen interessanten Talk. Ich hatte noch die mit...
hatte noch nie diesen Talk verbunden mit dem Östrogen und dem Queer und wie das mit xenobiotischen Sachen zusammenhängt. Und das bringt mich zur Frage, wenn wir über xenobiotische reden, diese Hormone funktionieren wie Hormone, aber das ist ja nur ein Teil, wie sie unsere Körper infizieren. Sie verändern auch unser Kalzium in den Knochen, das Gehirn, nicht nur das Immunsystem, alles. Und wenn wir nur über die positiven Effekte nachdenken mit Östrogen und diesen Xenobioten, wie können wir sicher sein, dass wir nicht die Vorsicht verlieren, wenn wir mit diesen Dingen umgehen? Und außerdem, denkt nicht, dass es gut ist, dass wir diese Dinge in unserer Umgebung haben. Ich sage nicht, dass es gut ist, dass der Gift in der Umgebung ist. Aber ich meine, die Firmen können das ein bisschen benutzen und sagen, okay, unsere Körper verändern sich immer und sind immer beeinflusst. Das kann das Gleiche sein, was Firmen denken, um was sie machen, zu rechtfertigen. Ich habe das mal gefragt bekommen von einem Künstler und er hat mich gefragt, was, wenn Firmen diesen Diskurs von toxischer Emanzipation nehmen und das benutzen als Marketing. Und ich denke, das wäre so fucked up. Aber ich meine, ja, du siehst es mit Seeverschmutzung. Das nennen sie ozeanische Verschmutzung. Das nennen sie Marine Debris. Der ganze Plastik, der da rumschwimmt, sind marine Teilchen, nicht irgendwie was Toxisches. Und ich weiß das. Ja, das wäre ziemlich fucked up, wenn sie das machen würden. Aber dann diese Firmen haben riesige Ressourcen, die sie benutzen können. Und ja, da muss man aufpassen. So, I think we're through with Q&A. Das waren dann wohl alle Fragen. Vielen Dank für diesen großartigen Talk. Ich hoffe, du wirst die Welt dadurch verändern.